see the bad moon arising. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Lords of the Fallen. Ich bin im Planetarium, da wo ich das erste Mal aufgehabt habe, mit diesem One-Hit. Und ich habe festgestellt, dieser Schlag von diesem Feind macht genau 184 Schaden an mir. Aber er tötet mich instant. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Ich habe übrigens noch eine Truhe gefunden, die ich das letzte Mal total übersehen habe. Da gibt es wieder ein Set. Ein leichtes Set, nämlich die Rüstung der Dimensionen. Leichte Rüstung der ersten Erforscher der Risse zwischen den Dimensionen. Sie hat keinen Einfluss auf die Bewegungsfreiheit und unterstützt magische Kräfte enorm. Ja, wir sehen eigentlich genauso aus wie eine Startrüstung, aber anstatt blau sind wir jetzt dieses komische braun-gelbe Männchen. Was das hier macht, ich habe keine Ahnung. Schalter ist mir vorhin gerade aufgefallen, aber ich habe keine Ahnung, was er macht. Ich konnte keine Geheimtür finden. Ich konnte keine Geheimwand finden. Die Türen sind auch noch alle verschlossen. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß es einfach nicht. Alle Türen sind verschlossen. Ich muss da vorne diesen einen Typen da noch töten. Der zwischen meinen Schildhörnern, könnt ihr ihn sehen. Das ist quasi der Boss für diesen speziellen Abschnitt. Denn wenn ich den kurz und klein geschlagen habe, wird nämlich Antanas mit mir reden. Weil dann bin ich anscheinend gut genug. Aber ja, wir werden erstmal gucken, wie das läuft. Hoch, hoch, hoch mit uns. Da war es versteckt. Hey, was haben wir denn hier? Kann es sein, dass diese Wand weggeht, wenn ich da über den Schalter laufe? Na, bup. Hier interessiert das überhaupt nicht, was ich hier mache, ne? Denke ich mir. Wartet mal. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ziemlich egal, welche Rüstung ich anhabe, ich laufe immer gleich schnell. Es hört sich nämlich so an, als käme das Geräusch von links, wenn ich drüber laufe. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das der Weg ist. Nee. Ja, okay, ich habe den Typ jetzt erstmal aus den Latschen. Oder haut mich aus den Latschen, mal gucken. Let's get ready to rumble! Das ist schön. Der Schildschlag trifft einen immer. Ich darf den Schlag natürlich aufpassen, weil der ist instant tot, obwohl er 184 Schaden macht. Ja, ist gut. Jetzt hätte er mich eigentlich treffen müssen, aber da hat Zels komischerweise nicht. Mir auch schon kommen auf jeden Fall. Hitbox ist ein bisschen komisch, aber naja, was sind wir tun? Du bist tot. Jawoll, 1000 XP. EP. EXP. Erfahrungspunkte eben. Ist ja egal. Gut gemacht, Hakim. Antanas ist hier und möchte mit dir sprechen. Ach, jetzt bin ich gut genug für oh, Mr. President. Mr. Bling Bling. Irgendwie schaut er schwul aus. Guten Tag, ich bin Antanas. Kaslo hat mir von deinen Erfolgen gegen die Roga-Hauscher erzählt. Dies ist eine Leistung, derer meine eigenen Männer nicht fähig waren. Die Männer sind einfach zu schwach. Ist auch verdammt nochmal nicht leicht, sie in die Knie zu zwingen. Sag mir, wie es geht. Doch, Hakim, es ist sehr einfach, denn der Schwierigkeitsgrad ist so mädchenhaft, dass ich da dabei schon immer fast einschlafe. Ich erinnere dich an den Champion. Man braucht Geduld. Bin so jemand zu gehen. Man braucht Geduld. Man braucht Geduld. Haken, der ist gut. Man braucht Geduld, ein gutes Auge, einen starken Arm. Dieser Krieg dauert schon viel zu lange. Und sein Preis ist viel zu hoch. Mein Volk leidet. Und ich kann es nicht verteidigen, solange ich an diesem gottverlassenen Ort festsitze. Warum habe ich das Gefühl, dass der Typ dafür verantwortlich ist? Dass er schuld ist an dem Ganzen? Oder kommt mir das nur so vor? Nun, jetzt sieht alles viel besser aus. Warum greifen uns die Roga überhaupt an? Adir plant mich zu vernichten.
Ich stehe für alles, was er fürchtet. Was könnte ein Gott fürchten? Ich reiße die Dämonen aus den Herzen der Menschen, Harkin. Ich mache Adirs Werk ungeschehen, direkt vor seinen Augen. Das hat seinen Zorn erweckt. Und jetzt ist er zurückgekehrt. Antanas hat gelernt, Menschen von bösen Geistern zu trennen. Er kann sie von ihrer dunklen Seite befreien. Das erregt Adirs Zorn. Da siehst du seine ganze Grausamkeit. Sollte Adir siegreich sein, werden wir alle unter seiner Regentschaft leben. Ich bin der Wächter des Volkes. Ich bin das Einzige, was zwischen ihm und Adir steht. Und ich werde diesen Kampf führen bis zu meinem letzten Atemzug. Aber jetzt sieht es schon besser für uns aus. Schlachten wurden gewonnen, doch der Krieg geht weiter, Harkin. Wir haben uns durch die Roga durchgeschlagen, um euch endlich hier rauszuholen. Nein, Harkin. Antanas ist derjenige, den die Roga suchen. Sie werden ihn jagen, wo immer er auch hingeht. Aber jetzt haben wir einen Plan, der die Schlacht direkt vor die Pforten unseres wahren Feindes trägt. Ihr meint die Roga? Nein, Harkin. Ich meine den Gott selbst. Moment, wenn sie ihn jagen, warum ist das dann mein Problem? Jetzt wollt ihr mich für eure Zwecke einspannen. Aber als ihr mich in den Kerker habt werfen lassen, da habt ihr wenig Gnade gezeigt. Das war vor langer Zeit, Harkin. Die Verbrechen waren die deinen, Harkin. Ebenso wie die Strafe, die du dafür bekamst. Und jetzt braucht ihr meine Hilfe. Warum sollte mich das kümmern? Warum die Mühe? Sollte Adir siegreich sein, wird er diese Welt neu formen. Darüber sehe ich nicht hinweg. Dein Wesen der Gewalt ist es, das die Flammen des Krieges weiter befeuert. Doch in einer Welt, die von Wahnsinn und Verzweiflung bestimmt ist, muss ich Feuer mit Feuer bekämpfen. Wir sind hergekommen, um für eure Sicherheit zu sorgen, Antanas. Es geschehe nicht zum ersten Mal, Harkin. Bis jetzt war niemand imstande, die Roga aufzuhalten. Unsere einzige Hoffnung lag darin, uns einzuschließen und abzuwarten. Und jetzt ist der Plan, einen Gott zu töten. Durch dich hat sich die Strategie geändert. Ach, die drei Richter? Das ist nichts weiter als ein Märchen, das die alten Leute am Lagerfeuer erzählen. Das sind alles keine Märchen. Das ist Geschichte. Woher wollt ihr das wissen? Weil Kaslo und ich direkte Nachfahren dieser Richter sind. Die Erzählungen ihrer Taten wurden exakt von Generation zu Generation weitergegeben. Und jetzt an dich. Ihr seid die Richter? Es sind besondere Zeiten, in denen wir leben, Harkin. Du musst in das Reich der Roga zurückkehren und dort die verbleibenden Herrscher töten. Sobald sie fort sind, hat Adir keine andere Wahl, als sich selbst dem Kampf zu stellen. Wenn das geschieht, kannst du ihn vernichten. Warum hält sich Adir zurück? Er ist ein Gott. Seine Herrscher haben ihn in diesem Krieg vertreten. Sobald du sie vernichtet hast, hat Adir keine andere Wahl, als selbst das Schlachtfeld zu betreten. In diesem Moment stößt du deine Klinge in sein verdorbenes Herz und beendest seine Existenz. Ich verstehe. Nicht alle Herrscher befinden sich im Tempel, Harkin. Einige könnten näher am Ort des Ursprungs zu finden sein. Du wirst dies hier brauchen, um ins Herz des Roga-Reiches zu gelangen. In die Kammer der Täuschung. Jetzt sollte es dir möglich sein, mit deinem Handschuh den Weg in die Hand Gottes zu öffnen. Viel Glück im Kampf, Harkin. Sollten wir uns wiedersehen, wird es zur Feier deines Sieges sein. Harkin, bevor du gehst... Ja? Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ich weiß nicht genau was, aber ich werde es noch herausfinden. Ach, hier geht etwas Seltsames vor sich. Echt? Er, der uns beschützt. Achievement. Nice. Ich weiß ja nicht, ob dieses Spiel sowas wie Qualitätsmanagement oder Qualitätssicherung hatte bei der Macher. Also, wie sie es gemacht haben. Aber der Untertitel passt nicht zur Sprache. Überhaupt nicht.
Ich weiß nicht hundertprozentig, was richtig ist. Das, was gesprochen wird, oder das, was ich lese. Das ist ein bisschen strange. Um das harmlos auszudrücken. Für was ist denn diese Bodenplatte? Ich weiß es immer noch nicht. Wenn ich draufsteige, passiert einfach nichts. Weil es passiert schon was, aber ich weiß halt nie was. Ach, vielleicht geht das Ding hier auf. Das kann fast nicht sein. Wenn ich da runterspringen würde, würde ich mir die Beine brechen. Beziehungsweise meine schönen Kniescheibchen auf die Schulterblätter rammen. Ne, das geht nicht auf. Was zum Teufel passiert, wenn ich über die Druckplatte laufe? Ich habe keine Ahnung. Finde die Kammer der Täuschung ist auf jeden Fall meine Mission. Das heißt wahrscheinlich, ich muss wieder in die andere Dimension. Hallöchen, was machst denn du hier? Danke nochmal, dass du mich aus dieser Zelle geholt hast und nicht diesen Lügner. Welchen Lügner? Danke nochmal, dass du mich aus dieser Zelle geholt hast und nicht diesen Lügner. Wäre schön, wenn einer von euch die Truhen öffnen Mein könnte. Bruder Simon wird vermisst. Ihr seid Harkin, nicht wahr? Man sagt, ihr fürchtet keinen Menschen. Ich freue mich, euch zu treffen. Ich heiße Matthäus. Mein Bruder Simon wird vermisst. Das ist nicht mein Problem. Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Er ist ein Mönch wie ich. Er ist möglicherweise im Weinkeller. Dort geht er recht oft mit diesen anderen Aufrührern hin. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich kann Nein sagen oder ich werde es tun. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen, oder? Was werde ich tun? Harkin! Bisschen Restchen, bitte. Ich halte die Augen offen. Ich danke euch. Ja, ich denke mal, dass er uns eigentlich gefragt hätte, hey, kannst du mal ausschauen nach ihm halten? Irgendwann im Weinkeller. Gott. So viele Fehler in dem Spiel. Aber nee, wir machen DLC, ne? Oh Mann, ich könnte mich da noch Stunden, Tage, Wochen daran aufhängen, aber hey. Also stimmt es. Antanas schickt dich zurück zu den Dämonen. Was interessiert es dich? Es ist so. Ich habe ein paar Männer entwischen lassen. Treulose Verräter der Wache. Wie Ratten sind sie geflohen, rein in die Wegpforte. Wenn du sie auf der anderen Seite findest, solltest du sie im Namen unserer Sache niederstrecken. Ihr Trupp hat eine besondere Tätowierung auf dem Arm. Das wäre mir ein Beweis, dass diese Bastarde in der Hölle schmoren. Ich habe sie bereits getroffen. Also sind sie tot, nehme ich an. Sie waren mir nicht gewachsen. Wo ist jetzt meine Belohnung? Belohnung? Natürlich. Bringe erst den Beweis, dann können wir reden. Ich hab doch schon so eine Tätowierung, oder nicht? Was ist jetzt? Hast du dich um diese Deserteure gekümmert? Nein, sie leben noch. Dann geh wieder zurück und erledige deine Aufgabe. Antanas könnte ihn mal zum Friseur schicken. Das wäre auch mal eine schöne Sache, oder? Oh Gott, wenn mir jeder einfach die Arbeit anschaffen würde. Jetzt sind wir beste Freunde, ne? Ich bin euer bester Freund, kuschelt mit mir. Ich verfluche den Moment, wo wir das Signalfeuer entdeckt haben. Wir haben fast alle Männer auf dem Weg hierher ver... Sind die Wege jetzt hier überall offen? Nee. Das da vorne ist auf jeden Fall der Anfang vom Spiel, das weiß ich. Ich erkenne Orte wieder, ja. Das ist nicht nur einfach so. Der Weg ist auch noch zu. Ich kann anscheinend nur noch unten. Ah, das Siegel ist jetzt blau. Moment, ist mein Magiehandschuh jetzt anders? Nee, auch nicht. Die Magiehandschuhe enthaltene magische Energie ermöglicht es dir, Barrieren aus ähnlicher Energie niederzureißen. Lass mich mal raten, ich muss da bestimmt drauf schießen. Wow! Ich hoffe, es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Jetzt bin ich wahrscheinlich da draußen, wo man den Kommandanten bekämpft hat. Ein paar Einhandwaffen wären nett. Wie Schwerter oder sowas. Oder andere Einhandwaffen. Die Itemverteilung ist ziemlich sporadisch. Ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, aber ja, doch, sie ist unfair.
wenn ich jetzt jemand wäre, der mit Großwaffen spielen würde, dann wäre das super, weil ich habe nämlich kaufmäßig Großwaffen dabei. Erstens, was bist du für ein Sackgesicht? Und zweitens, wo kommst du her? Oh, nächster Boss. Schön. Komm einfach mal so. Ha! Ich mach genau 7 Damage. Au. Au. Okay. Okay. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was und ich weiß auch nicht was. Auf jeden Fall trischt er mich ziemlich weg. Ja, dass er mir jetzt auf den Kopf springt, dass man abzusehen. Ja, ich bin zwischen seinen Beinen. Wow, shit. Warum ist die Kamera so tief platziert, dass ich nicht sehen kann, wie weit ich von seinem Bein weg bin? Mach dies einfach. Alter! Noch ein bisschen dümmer. Ach, Deck 13, feuert doch mal euren Kamera-Heini und euren Typen, der den Lock-On entworfen hat. Die können beide gefeuert. Ich habe von einem super tollen, super fast perfekten Spiel abgekupfert. Ja, nämlich von Dark Souls. Wie kann ich es dann schlechter machen? Okay, ich kann die Schläge überhaupt nicht blocken, das ist auch nett. Ich sehe halt nicht, wie weit ich weg bin, ne? Das ist so. Das ist so heftig. Kenn die Gosche, ja? Kannst du haben. Steht er wieder. Weg zum Locker und geht auch nicht. Ich sehe halt nichts. Guck euch den Mist mal an. Jetzt ist der Locker wieder weg. Jetzt sehe ich nur wieder mich. So ein hübsches Kerlchen, ich weiß. Er spuckt. Das ist sauer, das hat grüne Augen. What the fuck? Kann man natürlich Boss-Areale auch wieder hernehmen, ne? Die man schon hat. Warum ein neues Areal zaubern oder so? Wäre ja Schwachsinn. Wir nehmen die Assets, die wir haben. Hab ich. Glaube ich, dass ich das jetzt schaffen werde beim ersten Mal. Hallo, er macht über 100 Damage. Ich kann nichts machen dagegen. Das ist fair. Das macht Spaß. Warum hat er den Heilring jetzt nicht gefressen? Weil er mich zu viel bewegt oder was? Komm, Haken, lauf zum Kopf. Gib ihm. Guckt euch das mal an mit der Kamera. Guckt euch das da mal an. Soll ich denn das ernst nehmen, bitte? Ist das der sogenannte Schwierigkeitsgrad von dem Spiel? Hey, war eine Kackkamera. Und so treffen meine Schläge nicht? Das ist auch nett. Das ist balancing. Dieses Spiel ist schwer, denn ihr seht nicht, was ihr tut. Mit 8 Heiltränken reingegangen, hätte ich es geschafft. Der Damage. Ah, den
dem läuft Saft aus jeder Ritze her. Ist schon süßer. Komm, geh auf die Knie für Papa Zaki. Ja, keine Ausnahme mehr. Shit. Das hat super geklappt. Ein, zwei Schläge. Okay, immer 20.000 Mal in Damage abbekommst. Ha! Ich besser als du! Ich besser! Was? Moment, war das jetzt ein regulärer Boss oder war das ein stärkerer Feind? Ich kann mich nämlich nie. Ich kann mir nie den Unterschied merken, weil das irgendwie alles dasselbe ist. Das könnte ja auch regulärer Feind sein. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, hey, ein wild gewordener Sackboy mit Tollwut. Okay, es war ein Boss. Mut ist ein Geschenk und das überlasse ich dir, Achievement. Na, Bob? Motorboot zwischen den Beinen fahren. Das ist schon so. Okay. Ich meine, er war ganz lustig, aber obwohl ich so oft eine kassiert habe, habe ich den eigentlich ziemlich gut aus den Latschen geschleudert, muss ich sagen. Das Spiel ist so verdammt easy. Habe ich eigentlich wieder Erfahrungspunkte? Hoppla, falscher Knopf. Habe ich Erfahrungspunkte? Oh, 21.000 Stück sind zwei Skill Points. Nein, ist ein Skill Point. Scheiße. Aber ich muss sowieso nochmal zurück, weil ich habe was übersehen. Das wurde mir gesagt. Ich weiß zwar, was es gibt an dieser Stelle und ich weiß, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt. Aber. Boom. Sogar eine Bestie gefällt. Was ist überhaupt? Das ist Stümpereien. Ja. Feinde aus dem Starkgebiet, One-Hit. Macht die Sache doch um einiges einfacher. Zack. Zack. Au. Der Einzige, wo es aushält, ist er hier. Auch nicht schlecht. Das würde jetzt theoretisch bedeuten, es kommen auch wieder Bosse an Orten, wo ich schon mal war. Sehe ich das richtig? Ja, definitiv sehe ich das richtig. Das heißt, wenn hier ein Boss kommt, kommt in der Rogat-Dimension wahrscheinlich auch ein Boss da, wo diese komischen Lagerfeuer-Dinger sind. Hm. Die Möglichkeit besteht natürlich. Hey, da waren doch mal Feinde. Was ist denn hier passiert? Hat da jemand renoviert, ohne mein Wissen. Das sind jetzt Schildträger. Der kann uns gleich mal schlagen und nicht canceln. Würde das gehen? Wie war das? Ah ne, ist die falsche Wand. Moment. Da kann ich durchlaufen. Warum das eigentlich... Das ist ein bisschen komisch. Warum kann ich mit dem Schild durchrennen, aber nicht mit dem... Kleiner Kellerschlüssel. Aber warum kann ich mit dem Magiehandschuh diese lockeren Ziegel nicht wegballern? Spielen. Ah, die halten ja direkt aus. Das ist ein schweres Gebiet, wo ich gar nicht sein sollte. Nee, sowas gibt's nicht. Tür ist verschlossen, hallo?
Okay, da ist ein Schalter. Sehe ich doch. Sehe ich. Oh, da ist ein Stift drin, Moment. Will ich haben. Meine Freunde, vielleicht können wir die Roger nutzen, um gegen Antanas zu gewinnen. Wenn wir sie hereinlassen, wird Antanas fallen und wir können aus der Asche neu beginnen. Wir brauchen nur eine Person, die den Roga den Weg bereiten möchte. Und das Größte, was erledigen würde. Ich weiß auch nicht, dass sie sich nicht entscheiden konnten, welchen Akzent sie nehmen oder welche Betonung für ihren Namen. Einmal heißt es Antanas, einmal Antanas. Einmal, ich weiß nicht, ich hätte gerne noch einen Kropfen. Naja. Ja, was mache ich denn? Den Glückpunkt hat es das letzte Mal nicht gespeichert, sehe ich gerade. Das ist supi. Das nehme ich mal mit. Truhenschlüssel für die Haupthalle. Wo zum Teufel ist eigentlich die Haupthalle? Das ist nicht da, wo ich das Spiel begonnen habe. Das ist die Kathedrale, das weiß ich nicht. Wo ist die Haupthalle? Ha! Was? Ah, eine Sekunde zu spät oder was? Wartet mal. Tja. Einfach weil ich da eine schlankere Hüfte habe, ja. Ha! Geht doch. Oh, Spinni. Glaubst du wirklich, ich fall drauf rein oder was? Mehr Schaden nehme ich aber auch nicht durch die leichte Rüstung, ist mir aufgefallen. Eher so Peanuts. Oh, benutzen. Da ist was rausgefallen aus dem Koko. Kellerschlüssel, Zitadelle. Nadel, Faustwaffe. Ah, die Tür ist verschlossen, really? Muss es hier irgendwo einen Hebel geben, oder? Ah, hier ist er. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Der kommt da auch schon. Der gute alte Hebel. Ja. Moment, da war ich. Eine leere Flasche wäre mal vielleicht was ganz Interessantes. Halt, da drüben war ich noch nicht. Gibt's bestimmt auch noch was Schönes. Das ist der Raum von vorhin gerade. Du spuckst mich jetzt an, oder? Du springst mich. Das ist eine ganz neue Sache. Ich hätte echt gerne mal eine neue Nahkampfwaffe. Ist echt so einseitig mit den Großkampfwaffen. Großechse, Großschwert, ist ja alles schön und gut, aber so als hier einseitig. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht, dass du mich vergiftest, aber naja, was soll man. Ich bin halt begehrt, ne, ich weiß. Menschliche Schädel, ich bin gespannt, was ich bekomme, wenn ich dir die abgebe. Mir wurde ja ein magisches Schild versprochen, ne, das weiß ich nicht. Weiß ich noch. Da geht's nicht durch. Ich lasse meine Wut an dieser Holzkiste aus. Ach, da ist ein Hebel. Ach, jetzt bin ich hier. Das ist doch da oben, wo der erste Speicherstein war, oder? Beziehungsweise der zweite Speicherstein. Das Portal vom Boss. Da. Ja, genau. Das ist die Stelle. Ja, wo ich die Treppe runtergekommen bin. Sieh noch die Rune. Hey, wer bist denn du? Das ist aus wie der Gustav. Ja, der hält dir etwas aus. Okay, ich erkenne unseren gemeinsamen Entschluss, dass etwas unternommen werden muss, zwar an, aber ich kann diese Schrift nicht vollends unterstützen. Insbesondere Punkt 3 ist fragwürdig. Wie könnten die Roger uns helfen, Frieden wiederherzustellen, wenn sie nicht mit uns sprechen? Wie können wir uns sicher sein, sie für unseren Zweck zu benutzen? Wir alle wollen, dass Antanas verschwindet. Wohl wahr. Aber noch mehr Blut vergießen im Namen von wem auch immer? Das kann nicht der Weg sein. Okay, sie alle hassen Antanas, aber keiner tut was dagegen. Interessant. Okay, dann hätte ich dieses Gebiet auch geklärt. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ja. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass ich da mit dem Schild durchrennen muss durch die Risse, bin ich ganz ehrlich. Gut, liebe Leute, dann geht's.
in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Hier bei Lords of the Fallen. Doch 12.000 Erfahrungspunkte für den nächsten Level. Schon krass viel irgendwie. Ja. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann da wieder, wo ich die Beste gekillt habe. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt der ganzen Zeit noch einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage natürlich wie immer, ich bin euer Zagan. Stay tuned. So long.